Hallo zusammen. Heute das Thema, das ist die eine Sache, die niemand gerne zu hören bekommt. Und irgendwie scheint es ja eigentlich offensichtlich zu sein, dass niemand es mag, gesagt zu bekommen, was man zu tun oder zu lassen hat. Aber wenn wir uns mal den Großteil unserer täglichen Kommunikation angucken, dann könnte man auf die Idee kommen, dass es anscheinend doch nicht so offensichtlich ist. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass Psychologen angeben, dass die Kommunikation von Eltern mit ihren oft schwierigen oder störrischen Kindern zu 80 bis 90% aus Kritik und Anweisungen besteht. Und die Psychologen fügen hinzu, dass oft die Kommunikation mit dem Ehepartner die gleiche Qualität hat. Also wir müssen uns eigentlich nur mal vorstellen, wie es ist und wie es sich anfühlt, wenn wir von jemand anderem gesagt bekommen, was wir tun sollen, was wir unterlassen sollen oder was wir gerade nicht richtig machen. Und das kann ja jeder nachvollziehen, denn jeder kennt dieses Gefühl, weil wir ja von anderen Menschen ja so behandelt werden und dann quasi als Retourkutsche andere Menschen ja auch so behandeln. Und natürlich ist dieses immer nicht richtig nach den Vorstellungen des anderen. Wir machen etwas nach den Vorstellungen des anderen nicht richtig. Und deswegen kritisiert er uns ja auch oder sie. Und die meisten reagieren auf so eine Art Kritik wie natürlich mit Ablehnung und Sturheit, so wie unsere Kinder eben auch. Und das Resultat des Ganzen ist natürlich Frust auf allen Seiten. Der eine sagt, du musst es so und so machen, weil ich das so haben will oder glaube, dass das die richtige Art ist. Der andere sagt, was sagst du mir eigentlich, wie ich die Dinge zu tun habe? Ich will das anders machen. Und beide Seiten sind total frustriert, weil keiner das bekommt, was er eigentlich möchte. So, aber wieso mögen wir das eigentlich nicht? Ja, also ich vermute mal, dass es so ist, dass eines von unseren beiden Grundbedürfnissen verletzt wird. Und zwar fangen wir erstmal bei den kleinen Kindern an. Kleine Kinder haben zwei Grundbedürfnisse. Das eine ist nach der Verbundenheit, Verbundenheit mit den Eltern, insbesondere Verbundenheit mit der Mutter, weil es eben auch eine Art Schutz bedeutet. Und das andere Grundbedürfnis ist ab einem gewissen Alter das Streben nach Autonomie. Und wenn wir unseren Kindern ab einem Alter von circa 2 Jahren Anweisungen geben, was sie zu tun und was sie zu lassen haben, dann verletzen wir in erster Linie ihr Grundbedürfnis nach Autonomie. Und deswegen ja auch die sogenannte Autonomiephase. So, aber nichts anderes passiert aber auch, wenn wir Erwachsene uns gegenseitig kritisieren und Anweisungen geben, denn auch dann verletzen wir das Bedürfnis des Gegenübers nach Autonomie. Und wir verletzen in gewisser Weise auch das Bedürfnis des anderen nach Verbundenheit, denn in dem Moment, wo wir den anderen kritisieren und ihm sagen, was er zu tun hat, sagen wir ihm ja ganz eindeutig, das ist nicht meine Art, die Dinge zu tun. Das ist nicht nach meiner Vorstellung und du verstößt gerade durch meine gegen meine Vorstellung und damit stößt man den anderen ja in gewisser Weise ab. Also man trennt diese Verbundenheitslinie, wenn man Gemeinsamkeiten sucht. Oder warum gehen Menschen in Vereine, in Clubs? Sie suchen sich gleichgesinnte Menschen. Das heißt, man sucht sich Menschen, die auf die gleiche Art und Weise denken, die die Welt auf die gleiche Art und Weise sehen, die die gleichen Dinge wertschätzen. Das heißt, man sucht letztendlich eine Verbindung. Man sucht Verbundenheit mit anderen Menschen. Und in dem Moment, wo wir andere Menschen kritisieren und ermahnen, wenn wir ihnen sagen, was sie nicht richtig machen, was sie sein lassen sollen oder was sie zu tun haben, dann verletzen wir eben diese Grundbedürfnisse. So, und obwohl wir alle diese Erfahrung gemacht haben, dass es sich bescheiden anfühlt, kritisiert zu werden und wie es ist, sein eigenes Grundbedürfnis nach Autonomie verletzt zu bekommen, ist es trotzdem so, dass wir weiterhin der Meinung sind, anderen Menschen unsere Meinung zu sagen und was sie tun sollen. Also, das heißt, wir wollen trotzdem, obwohl wir wissen, wie es sich für einen anfühlt, als quasi Empfänger der Kritik, wollen wir trotzdem immer wieder Kritik üben und versuchen damit eigentlich Menschen zu kontrollieren. Das ist unser Kontrollbedürfnis oder fast schon Kontrollzwang, dass wir versuchen, unsere Lebenssituation und andere Menschen, von denen wir der Meinung sind, dass sie unsere Lebenssituation gerade gestalten, zu kontrollieren. Und das heißt, unser Glaube daran, dass wir wissen, wie die Dinge zu sein haben, übersteuert unsere Erfahrung davon, wie andere Menschen auf Anweisungen und Befehle reagieren.
Das heißt, da haben wir irgendwie so einen Konflikt. Und vielleicht, also eine Möglichkeit, was man tun könnte, einfach nur mal für sich selber im Leben ausprobieren, ist es, wenn man versucht, in diesem Moment oder in der Situation, wo etwas passiert, was uns gegen den Strich geht, einfach mal unsere Kritik zurückzuhalten. Einfach mal zu sagen, jetzt halte ich mal kurz den Mund und sage gar nichts. Und gucke einfach mal, wie das die Atmosphäre des Miteinander verändert. Wenn es sogar so weit geht, dass man vielleicht als, ich sag mal, notorischer Nörgler bekannt ist, dass man oft jemanden bekrittelt, kritisiert, dann wird es zu einer sehr, das ist ja fast schon wie eine Transformation, wenn man sich dann in 2, 3, 4 Situationen zurückhält, einen halben Tag mal zurückhält, dann wird das der Gegenüber, der Lebenspartner, die Arbeitskollegen, wer auch immer, sofort bemerken. Einfach nur mal beobachten, wie das die Atmosphäre verändert. Und wir glauben ja oft, dass gerade die Kindererziehung, um jetzt mal wieder das auf die Kinder zu beziehen und zu reflektieren, darin besteht, das Verhalten unserer Kinder zu formen, ja, durch unaufhörliche Anweisungen und verstärkt durch das Anwenden von Regeln und Bestrafung, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden. Und manchmal funktioniert das, meistens aber nicht. Und was bekommen wir? Oppositionelle Kinder, die dann zu oppositionellen Erwachsenen werden, die halt einfach aus Frust das Gegenteil tun. Und wir vergessen manchmal, dass wir genau das bekommen, was wir rauslassen. Und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es aus dem Wald hinaus. Und zu oft ist eben das Einzige, was wir durch so ein Verhalten, durch dieses übermäßige Regeln und Bestrafen von Kindern, und dieses Verhalten führen wir ja auch in der Kommunikation mit Erwachsenen fort, wie ich ja gerade gezeigt habe, also das Einzige, was wir übertragen, wenn wir versuchen, gute Lehrer zu sein, und das ist es ja letztendlich nicht so, dass wir uns bewusst sagen, ich bin jetzt hier der Lehrer, ich muss jetzt den Leuten hier was beibringen oder meinen Kindern, so ist es ja nicht, aber unterbewusst ist es ja so, indem wir kritisieren, sind wir der Meinung oder der Überzeugung, dass wir es besser wüssten und jemanden vielleicht belehren müssen. Das Einzige, was wir übertragen, gerade bei Kindern, vor allem ist Furcht, Unsicherheit und die Angst vor dem Versagen. Und ich denke, dass das primäre Ziel bei der Kindererziehung jetzt zusätzlich dazu, dass wir unsere Kinder lieben und sicher halten, also sprich dafür sorgen, dass sie sich nicht aus Versehen umbringen, ist es ihnen einen Sinn zu vermitteln, dass es möglich ist, in einer Welt voller Unsicherheit glücklich zu werden. Also sicher zu sein mit Unsicherheit. Denn das ist ja ein Merkmal unserer Welt, egal in welcher Zeit wir leben, egal ob wir in sogenannten sicheren oder unsicheren Zeiten leben, ob wir Kriegszeiten oder Friedenszeiten haben oder was auch immer, das eine Merkmal der Welt ist, ist, dass die Welt veränderlich und vergänglich ist. Sie ist ständig in Veränderung. Die einzige Konstante ist Veränderung. Und damit, das ist meiner Meinung nach eine der größten Lebensaufgaben von uns allen, diesen Fakt einzusehen und zu lernen, damit zu leben und glücklich zu werden damit. Und das tun wir natürlich mehr durch Taten als durch das, was wir sagen. Und auch jetzt wieder vorrangig in Bezug auf Kinder, wenn wir es schaffen, mit unserem Leben und durch unsere Taten so Dinge vorzuleben, Werte wie Hingabe, wie Commitment, Entschlossenheit, Geduld und Optimismus, dann denke ich, haben wir in Bezug auf Kindererziehung unseren Job ganz gut erledigt. Und ich glaube, auf einer intellektuellen Ebene ist das auch jedem mehr oder weniger bewusst. Aber unser eigenes Verhalten wird eben durch Kräfte und Mechanismen gesteuert, die viel mächtiger sind als unser Intellekt oder unser Verstand. Wir sind eben die Marionetten unserer eigenen Konditionierung. Wir spulen diese Algorithmen ab, die in unserem Körper und Unterbewusstsein abgespeichert wurden. Entschuldigung. Wir sind also das Produkt unserer eigenen Erziehung und Umgebung. Und es erfordert viele Jahre und Jahrzehnte von bewusster Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, solche Dinge aus unserem System rauszukriegen. Und nur das bewusste Beobachten hilft, unsere Denk- und Fühlmuster zu erkennen und die daraus resultierenden Handlungen. Und nur das Beobachten kann eben eine Veränderung bewirken. Und es ist ja auch nicht so, dass das Verlangen nach einer Änderung, der Wille,
die Willensstärke, eine Veränderung durchzusetzen, tatsächlich eine Veränderung bewirkt. Das hat auch jeder in seinem Erfahrungsschatz drin. Das ist ungefähr so wie die Neujahrsvorsätze, die spätestens Mitte Februar wieder vergessen sind. Sondern das pure Beobachten von uns selbst und unseren Verhaltensmustern, ohne uns zu beurteilen, ohne uns zu verurteilen oder sonst irgendwie zu urteilen, ob jetzt gut oder schlecht, das reine objektive Beobachten bewirkt allein die Veränderung schon. Und auch wenn es uns in unserem Alltag immer einfacher erscheint, die Dinge so zu tun, wie wir sie schon immer getan haben, auch wenn offensichtlich ist, dass uns diese Dinge nicht gut tun oder unseren Zielen auch nicht näher bringen, das ist eben die pure Macht der Gewohnheit, die wir eben nur durch achtsames Beobachten aushebeln können. Und alles andere ist eine Illusion. Wenn wir das Gefühl haben, wir können es Kraft unserer Willensstärke verändern, dann machen wir uns was vor. Das ist das Ego, unser eigenes Ego, was uns quasi die Möhre vor die Nase hält und uns am Laufen hält. Und vor diesem Hintergrund des Willensstärke versus Beobachten passt, glaube ich, ganz gut dazu. Ich habe vor kurzem eine Serie gesehen, Shogun, und gegen Ende war ein Satz drinne, der mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar sagt dann ein Protagonist zu dem anderen Protagonisten, dem vermeintlichen Shogun: Wie fühlt es sich an, die Winde zu kontrollieren nach Belieben, nach seinem eigenen Willen? Und dann sagt dieser vermeintliche Shogun: Ich kontrolliere die Winde nicht, ich lese sie lediglich. Und das, finde ich, ist sehr machtvoll und es wert mal, darüber nachzudenken. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.